Freuen. Nächste Woche machen wir das. Ja, und wenn Sie vielleicht auch zu Hause schön gebastelt haben und sich jetzt so ein leichtes Hungergefühl einstellt, haben wir zu dieser Jahreszeit das perfekte Rezept, nämlich Lammlachs. Und das macht heute unsere Zuschauerköchin Katharina Fischer aus Hamburg. Hallo. Hallo. Katharina, also Sie zaubern gleich Ihr Lieblingsgericht bei uns, aber Lammlachs pur ist es nicht. Da kommt noch was dazu. Was gibt's noch? Es heißt hier mit Kartoffel-Kürbis-Gemüse. Dazu gibt es aber auch noch einen schönen Salat mit Granatapfel. Also es ist alles dabei, von fruchtig über füllend bis hin zu fleischig. Und es hört sich, ganz ehrlich, es hört sich sehr nach Schnippeln an. Und bevor wir beide dann gleich loslegen, möchten wir unsere heutige Mein-Nachmittags-Küchenchefin erstmal vorstellen. Eine Geschichte wie aus einem Roman. Die Hamburgerin Katharina Fischer ist ein lebensfroher, vielseitiger Mensch. Sie ist angesehene Fotoredakteurin, erfolgreiche Buchautorin, flippiger DJ und leidenschaftliche Hobbyköchin. Dabei bevorzugt sie eher die deftigen und exotischen Verfeinerungen. Bei der Auswahl ihrer Zutaten geht Frische vor Massenware. Stets mit dem Drahtesel unterwegs erlebt die 29-Jährige ihre Hansestadt. Vom Arbeiten am Hafen über Shoppen in der Schanze bis zum Wohnen in Eppendorf. So. Sie selbst bezeichnet sich als durchaus häuslich. Ich gehöre ja zu den wenigen Menschen in meinem Alter, die alleine leben, die nach Hause kommen und sich dann etwas selber kochen. Die meisten schieben sich eine Pizza in den Ofen. Ich finde das okay, mache das auch manchmal, aber meistens koche ich dann doch noch was. So wie jetzt zum Beispiel. Und das macht man am besten direkt, wenn man durch die Tür nach Hause kommt, denn sonst isst man eine Tüte Chips und das war's. Hab zum Beispiel jetzt am Wochenende ein sehr schönes 4-Gänge-Menü für meine besten Freunde gemacht und stand sage und schreibe, ich glaube, 12 Stunden in der Küche. Und das war es total wert. Und sie haben mich für verrückt erklärt. Und sie haben es gern gegessen. Und was will man denn mehr? Den Freunden kann's nur recht sein. Wenn es die Zeit erlaubt, dann liest die Eppendorferin leidenschaftlich gern. Oder sie sitzt an ihrem Laptop. Schreibt Mails über den letzten Stammtisch oder korrigiert Passagen in einem Manuskript. Das wird auch diesmal ein echter Frauenroman. Ich habe ja schon eine Brille und es wird bestimmt immer noch viel schlimmer, weil ich sie nie trage. Ich brauche sie aber immer, weil ich ganz viel am Bildschirm arbeite. Eine Bildschirmarbeitsplatzbrille ist das. Als Fotoredakteurin, da suche ich Bilder von Angelina Jolie oder Jennifer Aniston. Oder ich sitze hier zu Hause an meinem kleinen, klapprigen Computer, der mich ständig hängen lässt und schreibe an meinem Buch. Ihr Freund zurzeit weit weg in Los Angeles. Trotzdem ist das Miteinander von Mann und Frau ihr großes Thema. Liebe geht anders war ihr Erstlingswerk. Ja, wir wussten es doch. Die Liebe geht durch den Magen. Freuen wir uns auf Katharina Fischer. Und da sind wir sehr gespannt, was unsere Zuschauerköchin so alles eingepackt hat. Oh, hier, das sieht aus wie Kürbis. Dann hier den Mein-Nachmittags-Zuschauerkoch-Kochlöffel. Ich reiche den einfach mal so weiter, falls ich wahrscheinlich nicht so richtig arbeite. Ne? Das Buch, dann ein Granatapfel und Kreuzkümmel. So, alles dabei. Alles, was wir brauchen. Unser Kochkoffer beiseite. Ja, Katharina, also Lammlachs. Mit leckeren Beilagen? Ja, und da fangen wir besser gleich an, sonst werden wir nie fertig. Okay, welche Zutaten brauchen wir? Wir brauchen zuallererst Tomaten. Ich habe hier währenddessen schon mal so ein bisschen geschnibbelt. Hier sind Tomaten, du hast da auch noch welche. Okay, wir können auch das vorne erstmal vorstellen, anfangen mit dem Lachs, mit dem Lammlachs. Oder wir fangen von dort an und zäumen das Pferd von hinten auf, natürlich. Also, wir brauchen dafür den leckeren Lammlachs. Dann als nächstes ein bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen ist gut, ich brauche eine Menge davon. Die leckeren Granatapfelkerne und hinterher auch noch einen ganzen Granatapfel, da kannst du dich drauf freuen, das wird interessant. Dann so eine Angelegenheit für den Salat bzw. das Dressing, die roten Zwiebeln. Dann kommen wir jetzt zu den Tomaten, wie ich eben gerade schon erwähnte. Die legendären Tomaten. Ich stehe einfach so auf Tomaten, ich kann nicht anders, das ist alles, worauf ich mich konzentriere. Und der Römersalat. So, dann konzentriere ich mich jetzt auch auf die Tomaten, die dir so am Herzen liegen. Also genau. mit denen beginnen wir jetzt. Ja, bitte. Das so, ist was nämlich wichtig. Mit den Tomaten? Die halbieren wir. Einfach halbieren. So wie ich das schon gemacht habe, siehst du, hier eine halbe Tomate, also die Hälfte von der ganzen. Ach so. Eine Tomate kann man auch in jede Richtung halbieren. So? Nein, also oder ich, so. Ich würde lieber hier entlang der Strünke schneiden. Du, ach, ja, guck mal. So ist es richtig und so ist es nicht so schön. Warum so? So kannst du nämlich den Strunk ganz einfach, ich zeig das mal.
Guck mal her. Ja, mach guck ich mal. Schon. So kannst du den Strunk ganz einfach so rausschneiden. Strünke ruinieren jedes Essen. Ist das denn so wichtig, dass der rauskommt? Ja, natürlich. Oder hast du gern Strunk in deinem Salat? Ja, aber wenn ich, guck mal hier, das ist so ein Mini-Strunk. Ja, aber ich, auch dieser der Mini-Strunk, Strunk, wenn ich den jetzt so, gut, ich werde den rausschneiden. So, nimm also raus. Ich mach die Tomaten jetzt hier fertig. Aber weißt du, eigentlich reicht das auch schon, weil ich habe hier vorgearbeitet. Tu sie ja einfach einmal rein in die schöne Schale. Und wir fangen mit den Tomaten an, weil das ist ganz wichtig. Die müssen jetzt nämlich ein bisschen arbeiten. Die werden gesalzen und gepfeffert. Warum machst du das denn jetzt schon so früh? Das mache ich jetzt schon, weil man weiß das ja von Tomaten, die sind ja sehr saftig. Und damit wir den Saft rauskriegen, geben wir ihnen ein bisschen Salz dazu. Ich mache übrigens diese ganzen Mischsachen mit den Händen. Ich habe sie auch vorher gewaschen, keine Sorge. Ja, das weiß ich. Das kann ich unterschreiben. Das hat sie gemacht. Und das kennt man ja von Salz. Das zieht ja immer ein bisschen Wasser raus. Und dann haben wir am Ende ein bisschen Flüssigkeit in der Schale mit Tomatenwasser. Und das ist die Salzkomponente in dem Salat. Da müssen wir hinterher nichts ins Dressing tun. Ganz einfach. Ach, so wird Zeit gespart. Ja, so wird Zeit gespart fürs faule Mädchen sozusagen und den faulen Arm. Das hast du gesagt. So, ja, was mache ich jetzt? Jetzt möchte ich dich bitten, diese Kürbissache zu machen. Und den Kürbis. Zwar kommt der Kürbis hinterher ja in den Ofen mit den Kartoffeln. Was für einen Kürbis hast du da genommen? Ein Hokkaido-Kürbis. Weil du den nicht schälen möchtest, oder? Ja, der ist auch was für die faulen Mädchen. Ja, aber es ist doch pflegeleicht. Natürlich. Den schneidest du bitte jetzt in größere Stücke, während ich mich ein bisschen um die... Worauf muss ich denn, wenn ich losgehe und dann Hokkaido-Kürbis kaufe, achten, dass der, sag mal, auch für das Essen taugt, dass er auch wirklich reif ist? Also, ich bin da ganz oberflächlich. Ich gehe einfach danach, was schön aussieht, weil du schnälst es ja nicht. Das heißt, du hast dann hinterher diesen Kürbis und wenn er viele hässliche Stellen hat, dann sieht man das. Aber der kann jetzt nicht irgendwie zu hart oder zu weich sein dafür. Weißt du was? Ich glaube nicht. Das ist sehr schön. Nehmen Sie irgendeinen gut aussehenden oder nicht gut aussehenden Hokkaido-Kürbis. Nein, gut aussehenden. Das ist schon wichtig. Ja, natürlich. So, ich habe jetzt hier den. Wo kommt der jetzt hin? Hier, bitte in dieses... Ah, Moment, wir haben was Wichtiges vergessen. Mir wurde nämlich gesagt... Jetzt kommt ein Trick. Bitte mach das mal kurz für mich, weil ich habe keine Lust darauf. Danke. Bitte von der Butter ein bisschen. Ein bisschen und dann? Das ist ein bisschen, das ist ganz schön Etipetete, ne? Mit dem. Ich wollte da mit der Hand nicht rein und dann ausfetten. Ich habe so ein Handtuch für den Notfall. Bitte nur den Rand. Warum denn nur den Rand? Dann klebt nämlich das, was du hinterher in die Schale tust, nicht daran fest. Und das Ganze sieht auch mal wieder gut aus. Ich meine, das Auge ist ja schließlich mit, oder? Bei dir nicht? Doch, selbstverständlich. Und ich glaube, jemand, der 12 Stunden für ein 4-Gänge-Menü kocht, Ich möchte betonen, ich habe nicht so lange gebraucht, weil ich ein langsamer Koch bin, sondern... Nein, weil du so viel Mühe gegeben hast, würde ich sagen. Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben und während ich so koche, fallen mir noch 1000 andere Sachen ein, die ich auch gerne mitmachen möchte. Und dann überziehe ich immer ein bisschen. Katharina, jetzt habe ich die Form eingefettet, nur am Rand. Und das hast du sehr schön gemacht. Danke, was mache ich jetzt? Jetzt tust du deine Kürbissachen rein. Und ich komme mit den Muss nicht Kartoffeln. Vorher irgendwie gekocht werden, der Kürbis oder so? Der Kürbis nicht, aber die Kartoffeln habe ich vorgekocht. Ja. Und zwar ganz wenig, nur kurz angegart sozusagen, damit, wenn du sie überkochst, dann fallen sie dir ja auseinander bei dem Rezept. Was kommt da jetzt noch mit drauf? Jetzt kommen meine Gewürzsachen dazu. Auch in diesem Fall wieder Salz, Pfeffer, was man halt so kennt. Ja. Ich dir zur Hand. Mit dem Salz kannst du ruhig, mach mal ruhig ein bisschen mehr. Das ist wie mit Pommes zum Beispiel. Je salziger, desto besser. Und jetzt kommt's, das ist jetzt der Kreuzkümmel, den ich aus dem Koffer geholt habe. Warum Kreuzkümmel? Ich liebe Kreuzkümmel. Das ist so ein Gewürz, das ich entdeckt habe dieses Jahr. Man soll davon nicht so viel nehmen. Also ich mag Kreuzkümmel sehr gern. Deswegen. Ist das besonders geschmacksintensiv? Oder? Ja, es hat so einen besonderen Geschmack. Es ist ja ein orientalisches Gewürz. Kommt aus Ägypten ursprünglich und wird zum Beispiel viel in Curries verwendet, weil es so gut schmeckt. Sollte jeder mal ausprobiert haben. So. Dann? Damit das auch nicht trocken wird im Ofen, damit bin ich auch nicht unbedingt sparsam, kommt da jetzt Öl rüber. Oh, jetzt wird es auch interessant, jetzt wird ein bisschen gemischt. Möchtest du auch mal? Nein, ich überlasse dir das. Was kann ich denn in der Zwischenzeit schon machen? Soll ich irgendwas mit dem Salat schon machen? Ja, vielleicht, gut. Während du das da. Aber weißt du was? Ich bin hier auch eigentlich schon fertig und du könntest das einfach in den Ofen stellen, dann muss ich hier nicht weg. Sehr schön, dann nehme ich das. Und kann in den Ofen. Wie viel Grad machst du da? Wie lang? Ordentlich Saft drauf, so 230 Grad.
Dann schiebe ich das mal rein. Damit sollten wir dann irgendwann fertig werden. Das geht jetzt erstmal so alles in den Ofen. Und jetzt kommen wir, machen wir uns hier gleich an den nächsten Schritt. Und wenn Sie vielleicht auch so ein schönes Lieblingsrezept haben, ich möchte so gerne mal hier zu meinem Nachmittag und mit uns kochen. Sie sehen ja, wir sind wirklich sehr nett und wir tun alles, was Sie uns sagen. Kommen Sie einfach zu uns. Also kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie. So, jetzt soll ich mit dem Salat schon anfangen. Wie machen? Genau, immer entlang dem Strunk. Der Strunk ist bitter, den wollen wir nicht. Das machst du ganz hervorragend. Und dann da rein? Einfach zu den Tomaten dazu. Sehr schön. Ich mache währenddessen das Dressing. Jetzt hier, was wir da auch machen, dieses Lammlachs. Was ist das? Also so Lammlachs habe ich noch nie gehört. Wo kommt das denn so her? Das Filet vom Lamm. Und warum nennt man das denn Lachs? Tja, da fragst du mich was. Das weiß ich leider nicht. Ich esse das nur. Ich spreche damit nicht. Das ist sehr schön. Wenn ich das kaufe, kann es nicht mehr reden. Das ist das Ding. Ja, wo kaufst du das denn überhaupt? Denn ich glaube, so bei Lamm, da sind sehr viele Leute, haben sich halt immer, gebe ich offen zu, hatte ich auch schon sehr böse Erfahrungen gemacht. Ja, damit bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich gehe gerne auf den Markt und kaufe das dort bei immer dem gleichen Stand. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt übrigens gerade das Dressing. Wie machst du das? Das mache ich mit Essig und Öl, Essig, Balsamico-Essig, weißer Balsamico. Dazu kommt ein bisschen Dijon-Senf, Honig und jetzt kommt dazu Granatapfelsirup. Granatapfelsirup, alles denn da rein? Alles da rein. Ich weiß nicht, kennst du das so mit diesem Gläschen? Ja, ich kenne das, ich kenn das so mit so einer alten Babytrinkflasche und dann auch. Und dann wird es geschüttelt. Sehr schön. Also die Pfanne hier, Katrin, wird so langsam heiß. Dann müssen wir das Fleisch reintun, aber das Fleisch kann natürlich nicht einfach so da rein, sondern das wird ein bisschen vorbereitet. Und zwar Salz und Pfeffer. Ja. Und dann kommt wieder der Kreuzkümmel dazu. Also der hat es ja wirklich angetan, ne? So der Kreuzkümmel. Das ist mein Gewürz 2011, muss ich jetzt sagen. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Ach so, und dann so dann massiere ich es liebevoll ein ins Fleisch, damit es das auch annimmt. Und damit es das Fleisch uns das nachher dankt mit einem guten Geschmack. Ja, das wollen wir stark hoffen. Möchtest du es gerne in die Pfanne tun? Ja, mache ich sehr gerne. Und wenn Sie sagen, Mensch, das würde ich so gerne mal nachkochen, dann achte doch bitte auf die Tipps von Katharina, damit das auch wirklich alles gelingt. Nämlich Gewürze ins Fleisch, was wir eben gemacht haben, einmassieren. Die Kartoffeln nicht ganz gar kochen. Und weißer Balsamico-Essig fürs Dressing auch noch ein Tipp. So, jetzt lege ich das da rein. Ich fange jetzt mal hier rum. Hallo Katharina. Hallöchen. Ich habe ja zwei angenehme Aufgaben. Ich darf gleich probieren, auch noch. Und dir einfach auch schon mal hier unsere Schürze überreichen von meinem Nachmittag fürs Kochen heute. Und unser wunderbares Rezeptbuch hier von Speisekarte Deutschland. Da sind für dich auch noch ein paar Anregungen dabei. Wunderbar. Soll ich es hier mal hinlegen, damit du an so einem anderen von der Stühle Ja, einfach bitte? Mal so ein bisschen beiseite legen. So, worauf müssen wir jetzt hier achten, damit Christina das auch gleich probieren kann? Nun ja, ich mache das immer nach Gefühl. Ich würde sagen, wir drehen es jetzt langsam mal um. Gut, dann drehen wir um. Und wie das fertig angerichtet aussieht, das Lieblingsessen von Katharina, das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Wundervoll. So sieht es nämlich aus. Lammlachs mit Kartoffel, Kürbisgemüse und Römersalat. Das Rezept finden Sie wie immer bei uns auf der Homepage. Und ich muss, mir ist noch mal aufgefallen, du hattest vorhin ein anderes Buch. Das stimmt. Im Koffer. Denn, das hat sich inzwischen ein bisschen weiterentwickelt. Das ist das zweite, das du jetzt geschrieben hast. Das ist mein neues Buch. Das kommt jetzt am Montag natürlich, am 12. Dezember raus. Und da möchte ich Ihnen noch was zeigen. Eine kleine Überraschung. Schauen Sie sich mal dieses Lesezeichen an. Kennen Sie diese beiden jungen Damen? Die eine steht hier und kocht und die andere steht hier und wartet, dass es was zu essen gibt. Jetzt musst du mal erzählen, Katharina, von wann ist das denn? Das ist lange her. Das war 1994. Oh, um Gottes Willen. Ich würde ja so gern sagen, wir haben uns beide kaum verändert, aber du bist deutlich erwachsener geworden. Aber wir haben auf jeden Fall den gleichen Farbgeschmack. Ja, genau. Und schön, dass wir wieder zusammen sind. So. Ja. Jetzt nehmen wir das Fleisch raus. Wir nehmen jetzt das Fleisch raus, werden gleich probieren. Und Katharina, vielen Dank. Ja, das Kochen über meinen Nachmittag. Und wir sehen uns Montag wieder, ne? 10 nach 4. Wir sind hier, bis dahin. Schönen dritten Advent. Genau. So.